Ich bin Leander Krontiris und das ist der Sinnunternehmer-Podcast. Hier dreht sich alles um die Frage, wie schaffe ich es, das zu tun, was mich wirklich erfüllt im Leben? Ich interviewe Menschen, die ihren ganz persönlichen Sinn gefunden haben und das tun, was sie begeistert. Es ist Zeit, dich zu zeigen und dein volles Potenzial zu nutzen. Herzlich willkommen zu einem neuen Interview im Sinnunternehmer-Podcast. Und heute darf ich meinen Schweizer Kollegen Emmanuel Forni aus Zürich begrüßen. Emmanuel, herzlich willkommen im Sinnunternehmer-Podcast. Schön, dass du da bist. Guten Morgen, Leander. Besten Dank, darf ich dabei sein. Und Emmanuel, du bist ja seit mehreren Jahren eben im New Working-Bereich tätig, hast verschiedene Coworking-Projekte, hast einen eigenen Coworking-Space schon seit 4 Jahren in Zürich. Und letztes Jahr hast du ja zusammen mit anderen Partnerinnen und Partnern die Flesk AG gegründet, also wo so das flexible Arbeiten für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden in der ganzen Schweiz ermöglicht. Ist das richtig? Genau. Also letztes Jahr, beziehungsweise das Jahr davor, haben wir mit der Idee gestartet und letztes Jahr im Mai durften wir dann die AG zusammen gründen, genau. Sehr spannend, da gehen wir heute sicher auch noch vertieft drauf ein. Und du coachst ja nebenbei auch noch schweizweit so in, also verschiedene Coworking-Projekte und baust in verschiedenen Gemeinden auch so lokale Communities auf, um neue Coworking-Projekte zu realisieren, wenn ich das so richtig formuliert habe. Absolut. Also es ist eine große Leidenschaft von mir. Ich mache das ist eigentlich mehr ein Hobby als ein Job für mich, weil es so eine große Leidenschaft ist, zum Communities aufbauen, die begleiten und dann schauen, dass die möglichst schnell bzw. effizient zusammen ein Projekt umsetzen können. Mega spannend und eben auch sehr vielseitig, kann ich mir vorstellen. Jetzt würde ich mich noch interessieren, vielleicht sag doch du noch mal in ein paar kurzen Worten, wer bist du und was machst du? Ein Teil haben wir schon angeschnitten, aber dass du das auch noch platzieren kannst von deiner Seite. Absolut. Also mein Name ist Emmanuel Forni. Ich komme ursprünglich aus dem Wallis, habe kurzzeitig noch in Berlin gelebt und seit 7 Jahren bin ich nun in Zürich. Ich bin im Coworking-Bereich unterwegs, beziehungsweise New Work-Bereich, wie du es schon angeschnitten hast. Seit 4 Jahren betreibe ich meinen eigenen Coworking-Space in Zürich, begleite und coache Community-Projekte, beziehungsweise Coworking-Projekte schweizweit. Da habe ich mittlerweile, sind das, glaube ich, über 30 Projekte begleitet, was eine sehr spannende Tätigkeit ist. Und seit letztem Jahr, wie wir schon gesagt haben, haben wir jetzt das neueste Baby am Start, das ist der Flesk, wo wir gemeinsam schweizweit Unternehmen befähigen wollen, Arbeit neu zu denken, beziehungsweise den Mitarbeitern flexibles Arbeiten ermöglichen wollen. Und vielleicht sagt doch so kurz auch noch als Einstieg, man hört schon die Begeisterung raus, was begeistert sich so am meisten am ganzen Thema New Work, Coworking und eben das ganze Unternehmertum, was ist so deine Leidenschaft dafür? Also die größte Leidenschaft ist, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Communities aufzubauen, Leute, die zusammen was nach vorne treiben können, die zusammen einen gemeinsamen Purpose haben und miteinander irgendein Projekt beziehungsweise irgendein Ziel ansteuern. Das ist wie so meine größte Leidenschaft, beziehungsweise es macht auch am meisten Spaß und schlussendlich innovative Projekte umzusetzen, neuartige Themen anzugehen, das war immer schon irgendwie in meinem Interesse, beziehungsweise das ist weiterhin auch großes Interesse, neue Projekte umzusetzen, die halt innovative, die sich um innovative Themen beschäftigen, behandeln. Und was ist so der Kern da hinten? Was ist deine Antriebskraft? Also wo soll es auch hingehen? Wahrscheinlich spürst du auch in dir so, irgendetwas möchte ich bewirken. Was ist das bei dir? Ich glaube, bewirken will ich eigentlich, dass Leute Spaß haben an der Arbeit, dass sie täglich Spaß haben zum Aufstehen, dass sie einen Sinn sehen
in der Arbeit, dass sie miteinander zusammenarbeiten können und das auch Spaß macht. Also ich habe es zu Genüge gemerkt, dass Teams irgendwie probieren, Projekte umzusetzen und niemand hat wirklich Freude daran. Und das ist so in meiner beziehungsweise kurzen Zeit, wo ich jetzt auf dem Arbeitsmarkt unterwegs bin, war das öfters der Fall und ich habe gemerkt, ich will das für meine Zukunft, will ich das nicht mehr. Ich will irgendwie Spaß haben und Freude haben an dem, was ich mache. Mega schön und sicher auch für mich ein sehr wichtiges Thema, eben, weil ich auch viel höre und das selber auch bei mir schon erfahren habe, dass einfach zur Arbeit zu gehen, rein um Geld zu verdienen, das ist wie Passe und da möchte ich auch einen Beitrag dazu leisten. Daher freue ich mich besonders, mich dafür darüber mit dir auszutauschen heute. Und gibt es bei dir so eine größere Vision, so ein konkretes Ziel, wo du hin willst, oder gehst du da einfach mit dem Rhythmus, was gerade kommt? Ich glaube, dass mir eigentlich der Rhythmus, der Antrieb, der mich nach vorne bringt, beziehungsweise meine Vision ist eigentlich Spaß haben an der Arbeit, an dem, was ich mache, meine Leidenschaft zu spüren an der Arbeit und zu merken, dass das, was ich mache, auch wirklich das ist, was ich will für meine Zukunft. Und das ist ein bisschen der Antrieb, der mich jeden Tag von Neuem wieder stärkt mit dem, was ich mache. Dazu gehören natürlich auch Menschen rund um mich, beziehungsweise um die Projekte herum. Also ich wäre der Schlechteste, der irgendwie irgendwo in der Kammer sich einschließen kann und von dort aus arbeiten kann. Darum habe ich auch meinen eigenen Coworking Space, wo ich jeden Tag arbeite, beziehungsweise ein zweites Office mittlerweile, wo wir Flask aufbauen, wo immer auch Leute vor Ort sind. Also du bist ein sehr geselliger Mensch, du brauchst Menschen um dich und du folgst der Freude eigentlich, wenn ich das so zusammenfassen kann. Absolut, absolut, das ist genau das. Sehr schön. Jetzt würde mich interessieren, eben letztes Jahr hast du ja mit Flask oder habt ihr mit Flask gestartet. Wie ist die Idee entstanden und was ist Flask genau? Also wir haben es schon ein bisschen angeschnitten. Genau, also Flask ist eigentlich eine Plattform, wo wir Unternehmen zusammenbringen wollen mit Workspaces. Wir wollen den Unternehmen bzw. den Mitarbeitern ermöglichen, flexibel arbeiten zu können. Schweizweit, wo sie wollen, wann sie wollen und das seamless. Also seamless mit dem, dass sie halt einfach möglichst schnell am Arbeitsplatz sind und sich auf ihre Arbeit fokussieren können. Wie hat das Ganze gestartet? Das Ganze gestartet hat eigentlich noch zuvor bei meiner letzten Tätigkeit bei Village Office. Das war eine Genossenschaft. Wir hatten schweizweit ein Netzwerk von unterschiedlichen Coworking Spaces. Und dort war eigentlich immer auch so ein bisschen das Thema, wie können Unternehmen das Netzwerk auch nutzen? Beziehungsweise da wäre immer ein bisschen auch die Nachfrage von Unternehmen nach, wir wollen das Netzwerk integrieren in unserer Unternehmung. Und so kam das eigentlich immer mehr und mehr auf über die letzten Jahre, beziehungsweise haben wir dann vorletztes Jahr haben wir uns dann mit einer Digitalfirma aus Zürich getroffen, die genau dieses Problem hatten. Also sie haben dann gemerkt, so hey, wir wollen als Unternehmung flexibel arbeiten in der Schweiz. Und irgendwann dachten wir so, ja okay, wieso starten wir nicht ein neues Projekt? Wieso setzen wir das nicht um, dass eben viele Unternehmen in der Schweiz das auch möglich machen können für ihre Mitarbeiter? Und so kam es eigentlich zu Flask und so kam es eigentlich zu dem Projekt. Also wir haben dann von der Nachfrageseite beziehungsweise von der Angebotsseite kamen wir zusammen und haben geschaut, so wie können wir so schnell wie möglich ein Startup aufbauen, das möglichst viel Mehrwert gibt vielen Unternehmen in der Schweiz, genau. Also das heißt, die Komponente, wo neu dazu kam, war eigentlich, dass konkret Unternehmen auch in diese Coworking Spaces integriert werden können. Vorher waren es eher Privatpersonen, ist das richtig? Genau, genau. Also das ist eigentlich für einen Coworking Space ist eigentlich so die B2C-Schiene, ist eigentlich relativ ein einfaches Business, wenn man das so nennen darf. Also die meisten Coworking Spaces, die leben halt von Leuten, Privatpersonen, kleinen Startups, die leben von dem. Aber es ist mega schwierig als Coworking Space, da
dann eine B2B-Schiene aufzubauen, also wirklich Unternehmen anzusprechen und mit denen auch Verträge abzuschließen und dann zu schauen, dass die Mitarbeiter auch flexibel dort arbeiten können. Das ist eigentlich ein schweizweites, das war ein schweizweites Problem. Und wir haben halt gemerkt, so, okay, entweder bieten wir irgendeine Lösung oder wir sagen halt, ja, okay, wir unterstützen Coworking Spaces oder Workspaces, damit sie es selber umsetzen können. Aber meistens, das ist eigentlich die Mehrheit der Coworking Spaces, die haben gar keine Kapazität, sich in das Thema so einzulesen, beziehungsweise auch Sales zu tätigen und große Unternehmen auch anzusprechen. Und das hat mich auch noch im Vorfeld fast am meisten interessiert im ganzen Zusammenhang. Wie sehen die Verträge aus? Also wie verhandelt ihr mit Unternehmen und dann wie mit den Spacen? Wie verhält es sich mit den Mieten? Das kann ich mir noch nicht so vorstellen. Das fand ich mega spannend. Ja, das ist eine mega spannende Frage. Also grundsätzlich, Verträge ist ein absolutes K.O.-Thema. Also das ist meistens so, da verbraten wir ewig lange Zeit. Also es ist so, bei Großunternehmen ist es meistens so, die haben schon eigene Policies beziehungsweise eigene Richtlinien, die wir halt integrieren müssen in unsere Verträge. Aber das Grundkonzept ist eigentlich so, dass wir sagen, es gibt ein Abo-Modell, es wird monatlich fixer Betrag bezahlt von der Unternehmung an uns. Mhm. Das münzen wir dann um in ein Credit-System. Also wir haben auch bemerkt, dass halt schlussendlich, wenn wir nicht mit einem Credit-System arbeiten, dass halt viele Mitarbeiter, die dann merken, ja, ich bezahle jetzt so viel für den Arbeitsplatz, dass die dann eventuell auch vor Ort dann diskutieren und sagen, jetzt bin ich am dritten Tag schon hier vor Ort und habe dann schlussendlich, kann ich irgendeinen Deal aushandeln oder so. Und durch das war dann eigentlich relativ schnell klar, wir brauchen ein Credit-System, das die Mitarbeiter dann eigentlich nutzen können, zum schweizweit flexibel arbeiten. Also schlussendlich ist es eben ein Abo-Modell. Der Vertrag basiert auf einem Abo-Modell, was dann schlussendlich uns ermöglicht, dass halt langfristige Verträge abgeschlossen werden können. Und wie die Verträge genau aussehen, das ist für uns auch immer wieder eine neue Challenge. Das ist je nach Unternehmen müssen wir intensiv beziehungsweise mehrere Stunden dran arbeiten. Und es ist eben jedes Mal wieder ein neues Projekt, sagen wir es mal so. Und das heißt, die Unternehmen bezahlen euch als Unternehmung Flask eigentlich monatlich einen Betrag und die Mitarbeiter selbst bezahlen nichts zusätzlich. Das ist einfach ein Mehrwert, wo sie bekommen, wenn sie bei diesen Unternehmen, wo bei euch Partner sind, angestellt sind. Ist das richtig? Genau. Also es war für uns immer schon wichtig, dass die Mitarbeiter selber keinen Aufwand haben, eben keine Spesenabrechnungen stellen müssen, beziehungsweise auch vor Ort direkt auf ihre Arbeit fokussieren können. Darum haben wir gesagt, wir wollen den Seamless-Prozess, dass die Unternehmung im Hintergrund, also die Buchhaltung, schlussendlich die Rechnungen bezahlt und die Credits werden an die Mitarbeiter gegeben, verteilt beziehungsweise einfach zur Verfügung gestellt und die Mitarbeiter können dann eigentlich über die App, können sie buchen, sie können vor Ort einchecken beziehungsweise alle Informationen über die App generieren. Und auf der anderen Seite, was halt auch spannend ist, wir haben immer gesagt, wir wollen Mehrwert bieten als Plattform. Wir geben 100% vom Umsatz, geben wir ab den Workspaces. Also es ist eigentlich ein Mehrwert für den Workspace, wenn sie Teil von unserem Netzwerk sind. Das heißt, schlussendlich profitiert der Coworking Space oder Workspace eigentlich schlussendlich von dieser Lösung. Das heißt, ihr bezahlt eigentlich nicht selbst die Mieten und mietet all die Räume, all die Spaces, sondern ihr seid Partner von bereits existierenden Spaces, wie sagen wir mal den Impact Hub, den F-Finger oder was auch immer. Genau. Also die sind Teil vom Netzwerk und schlussendlich sind das eigentlich unabhängige Spaces, Workspaces. Und wir selber betreiben eigentlich, also klar, wir Gründer haben eigene Coworking Spaces, die sind auch Teil vom Netzwerk. Mhm. Aber Flask selber betreibt eigentlich keine Coworking Spaces oder Workspaces. Okay, ihr seid mehr der Vermittler und Partner von beiden Seiten eigentlich. Genau. Und
Wie sieht es für euch aus? Also ihr gebt ja den Umsatz ab an den Coworking Spaces und bekommt Geld im Abo-Modell von Unternehmen. Wie verdient ihr konkret Geld? Also wie funktioniert es für alle? Spannende Frage. Schlussendlich ist es eigentlich so, dass wir verdienen eigentlich unser Geld durch den Service, den wir der Unternehmen bieten, also den Seamless-Prozess, der halt auch einen Mehrwert hat für die Unternehmung. Für das bezahlen sie auch eine gewisse Menge an Geld. Also das heißt, schlussendlich bezahlen sie im Abo-Modell, bezahlen sie das Ganze, die ganze Lösung, nicht nur die einzelnen Tage beziehungsweise die einzelnen Arbeitsplätze oder Meetingräume, die gebucht werden. Mhm. Sie bezahlen dann eigentlich schlussendlich für die ganze Lösung, was in Zukunft auch noch ausgebaut wird. Also wir fokussieren jetzt im 2023 fokussieren wir extrem auf Zusammenarbeit der Teams und wollen dann auch weitere Features jetzt einbauen, welche dann schlussendlich auch je nach Abo-Modell auch dazu gebucht werden können. Und die haben dann halt ein Preisschild und für das wird dann bezahlt. Also schlussendlich das Netzwerk und die Arbeitsplätze, Meetingräume, an dem verdienen gar nicht das große Geld. Okay, also mehr an den Lösungen, die ihr den Unternehmungen genau, bietet eigentlich. Genau. Ja. Genau. Ja, spannend. Und jetzt, angenommen, ich habe ein Unternehmen und ich möchte mit euch zusammenarbeiten. Was ist da der größte Mehrwert für mich? Ist es wirklich so, meinen Mitarbeitenden einen attraktiveren Arbeitsplatz zu schaffen? Ist das der Hauptvorteil oder was würdest du sagen? Ich glaube, der Hauptvorteil ist aktuell auch von den Kunden, dass sie Flexibilität, dass sie jederzeit überall in der Schweiz arbeiten können, beziehungsweise Mitarbeiter dann überall arbeiten können, dass sie halt, wenn sie irgendwas Spezifisches, also einen Meetingraum, einen Kreativraum, einen Seminarraum brauchen, dass sie den nicht selber haben müssen, sondern sie können einfach über Flask das buchen. Das ist sicher ein großer Vorteil, also das merken wir auch von den Kunden, beziehungsweise ein zweiter Vorteil ist sicher auch die Zusammenarbeit. Also die Unternehmen wollen ja immer wie mehr, jetzt nach der ganzen Situation in den letzten 2 Jahren wollen sie immer wie mehr, dass die Leute sich wieder physisch treffen, dass sie zusammenkommen. Das klappt meistens aber nicht in den eigenen Offices, weil teils Leute müssen halt so weit pendeln. Die haben in den letzten 2 Jahren sind die umgezogen, müssen jetzt relativ weit pendeln und durch das haben sie eigentlich auch den Vorteil, dass sie sich dann Meet in the Middle nennen wir das. Also sie können sich irgendwo in der Mitte treffen. Sie können sich dort in einem Workspace austauschen beziehungsweise können miteinander das Meeting durchführen, anstatt halt irgendwo zu Hause im Homeoffice an einem Screen, wo sie halt dann schlussendlich eben, sie haben dann nicht die effiziente Arbeit, die man halt eben vor Ort hat. Und sicher auch eben, wie du gesagt hast, spannend ist auch immer eben die kreativen Arbeitsplätze, die kreativen Räume, die man buchen kann, das ergänzende Angebot für ein Unternehmen. Also wenn ein Unternehmen einen Sitz in der Schweiz hat, dann hat es schlussendlich mit Flask, hat es dann automatisch direkt 150 Sitze. Es wird auch spannender, neue Mitarbeiter zu akquirieren. Also man kann dann auf einmal kann man sagen, ja, ich bin jetzt nicht nur in Burgdorf oder wo auch immer habe ich meinen Sitz, sondern ich habe zum Beispiel auch in Zürich, in Basel, in Bern, in den größeren Städten beziehungsweise auch im ländlichen Gebiet habe ich dann auch Arbeitsmöglichkeiten. Das ist richtig geil, an das habe ich noch gar nicht so gedacht. Also das Unternehmen kann eigentlich so, muss so die Räume nicht selbst besitzen, also ist wirklich flexibel, kann verschiedenste kreative Räume nutzen, nur dann, wenn sie es gerade brauchen. Und wenn es heißt Arbeit vor Ort, ist es nicht einfach fix in Zürich oder wo auch immer in Basel, sondern kann in der ganzen Schweiz vor Ort in seinem flexiblen Raum sein. Also es ist wirklich genial. Absolut, absolut. Also es ist genau das, was wir eigentlich schon lange sehen, ist eigentlich so, es gibt ja, aktuell gibt es ja ein Riesenproblem, Talente zu finden. Und wir schaffen eigentlich mit Flask auch eine Lösung für das Problem. Also schlussendlich, man sieht auch, die Unternehmen sind auch interessiert, wenn wir das ansprechen. Sie merken dann auch so, ah, spannend, dann haben wir dann halt auch die
die HR-Abteilung, die dann interessiert ist und sagt, ja, eigentlich Active Sourcing könnte das unterstützen. Wir finden wieder neue Leute, indem dass wir halt sagen, wir sind schweizweit tätig, beziehungsweise haben wir schweizweit Möglichkeiten zu arbeiten. Mhm. Genau. Genial. Und jetzt, wie funktioniert es konkret? Also ich, ja genau, ich bin Mitarbeiter von Unternehmen XY und ich möchte jetzt bin ich gerade in Bern, ich möchte hier schauen, wo ich arbeiten möchte heute. Da logge ich mich in einer App ein und sehe, wo gibt es freie Räume oder wie läuft es konkret? Genau, also du kannst schlussendlich dich in der App einloggen. Mhm. Du siehst dann, wo alle Workspaces sind, was für ein Angebot das die haben. Also teilweise, die haben halt von Desks bis Boxen bis hin zu Meetingräumen haben die unterschiedliche Angebote. Du siehst dann momentan noch nicht, ob die verfügbar sind. Also du kannst eigentlich schlussendlich ganz eine Anfrage stellen. Desks sind aktuell, sind die immer verfügbar. Also wir haben eigentlich eine gewisse Verpflichtung zu den Workspaces, dass wir die Desks auch wirklich kriegen, weil aktuell ist halt so, es werden nicht mehr als ein Desk pro Space pro Tag gebucht. Das ist so ein bisschen das, was wir aktuell merken. Momentan, was stark im Kommen ist, sind Meetingräume. Also die Teams wollen sich treffen, die wollen zusammenarbeiten, die wollen auch was Neues sehen, also neue Meetingräume, die wollen neue Orte kennenlernen. Und da hast du schlussendlich eben über die App hast du die Möglichkeit dann zu schauen, wo beziehungsweise wie schaut das aus, was für ein Angebot gibt's und dann buchen, hingehen, einchecken und los geht's. Sehr cool. Und kann ich das kann ich Flask auch als Privatperson nutzen, wenn ich jetzt selber ein Startup habe, ein Unternehmen, aber nirgends angestellt bin? Nein, also es kommt sehr oft die Frage nach B2C, ob wir das auch noch umsetzen. Das ist immer so ein bisschen im Gedanke von uns. B2C ist halt mega spannend auch, weil wir haben wirklich mega viel Nachfrage von Kunden beziehungsweise von Interessierten, die das nutzen wollen. Aktuell ist aber wirklich so, wir wollen auf Teams fokussieren. Das heißt, schlussendlich müssen wir ein B2B-Angebot schaffen, damit wir halt Teams ansprechen können. Für Startups, also für kleinere Unternehmen, ein Mann beziehungsweise drei, vier, wir haben jetzt ein Unternehmen, das sind vier Leute, die arbeiten rein flexibel, die sind auch Kunde von uns, die nutzen Flask, weil sie halt schlussendlich einen riesen Mehrwert haben, dass sie nicht halt selber immer jeden einzelnen Space buchen müssen, überall haben sie komplett andere Abrechnung. Das funktioniert auch, aber wir fokussieren eigentlich mehr ab Unternehmen, wir fokussieren mehr auf Unternehmen, die ab 50 Personen beziehungsweise ein bisschen mehr, da macht es dann richtig Spaß. Aber ab 10 Personen macht es eigentlich auch schon Sinn, kommt halt immer auf den Use Case drauf an, wie flexibel arbeitet die Unternehmung, was sind die Policies und schlussendlich, wie bereit ist die Unternehmung für New Work. Mhm. Und die Coworking Spaces an sich, wie können die Partner werden von Flask? Also bezahlen die auch monatlich etwas oder wie läuft es da? Nein, also die Coworking Spaces oder allgemein Workspaces, die bezahlen keine weder eine Mitgliedergebühr noch irgendeine Teilnahmegebühr noch Kommissionen. Also schlussendlich ist das eigentlich gratis für die Workspaces, weil wir halt selber als Gründer Workspaces haben und wir merken, wie schwierig auch das Business ist. Mhm. Und wir wollen einen Mehrwert bieten für die Workspaces und schlussendlich hoffen wir natürlich, dass die Workspaces auch im Gegenzug uns dann auch Kunden zurückgeben, beziehungsweise dann halt eben die Experience vor Ort möglichst gut, beziehungsweise eine perfekte Experience machen für die Teams und die einzelnen Arbeitenden, die vor Ort kommen. Und das ist eigentlich so ein bisschen das, was wir erwarten von den Workspaces und wie wir schlussendlich auch ein Gegenwert kriegen von den Workspaces. Cool. Und welches ist eigentlich so deine Funktion bei Flask? Weil es sind ja noch andere Gründerinnen dabei, oder Jenny, mhm. Manuel, Andreas und eben du. Was ist so deine konkrete Funktion? Ich bin verantwortlich für die Workspaces. Das hat mitunter auch damit zu tun, weil ich selber einen Coworking Space habe. Ich bin auch noch im Vorstand von Coworking Switzerland. Und von dem her kenne ich halt das Netzwerk relativ gut und
habe auch viel Kontakt mit den Workspaces und konnte relativ schnell auch ein großes Netzwerk aufbauen. Also wir sind mittlerweile bei über 150 Workspaces schweizweit. Wow. Wir suchen auch konkret, also das ist auch so ein Thema, wir machen auch Location Scouting, also wir suchen konkret für unsere Kunden, suchen wir Locations, wenn sie sagen, ja, in der Region brauche ich einen Meetingraum, da brauche ich irgendein Angebot, ich habe relativ viele Mitarbeiter in der Bezugsregion, dann schauen wir halt, dass wir möglichst viele Spaces beziehungsweise ideale passende Spaces in der Region haben. Und schlussendlich eben, das ist halt meine Leidenschaft, Communities aufbauen, mit Menschen zusammenarbeiten. Das ist auch eben das Thema, was jetzt hier bei Flask auch meine Verantwortlichkeit ist, dass ich halt eben schlussendlich schaue, dass die Workspaces einen Mehrwert haben innerhalb vom Flask-Ökosystem. Und jetzt, gibt es so einen typischen Alltag bei dir? Also wie sieht so ein normaler Arbeitstag, sage ich mal, bei dir aus? Oder du hast ja deinen eigenen Coworking-Space, du bist bei Flask und du coachst auch noch Coworking-Projekte. Wie kann ich mir das vorstellen, so deine Woche? Ja, das ist eine relativ schwierige Frage, also es ist meistens anders. Das Einzige, was meistens so ist, ich fahre halt morgens mit meinem Fahrrad zum Coworking Space oder halt dann eben zum anderen Office. Dann gibt es morgens, gibt es von unserem Barista gibt's einen guten Cappuccino, das ist meistens mein Morgenritual. Aber schlussendlich, das ist halt unterschiedlich, jeder Tag ist neu. Ich probiere so gut wie möglich mich zu fokussieren, also einzelne Tage für einzelne Projekte zu investieren und schlussendlich zu schauen, dass halt eben tagsüber ist meistens Flask beziehungsweise ein Coworking Space mit Leuten treffen, Arbeit, Konzeptarbeit und abends sind dann eben teilweise die Coachings, die ich dann vor Ort in den Regionen dann auch durchführe. Von dem her verteilt sich das eigentlich gut über den ganzen Tag und ich habe jetzt auch probiert, so ein bisschen die Tage aufzuteilen, dass ich halt an den unterschiedlichen Tagen für unterschiedliche Projekte arbeite, funktioniert mal mehr, mal besser, mal weniger gut. Aber sehr abwechslungsreich, eigentlich kein Tag ist wie der vorherige, so wie das klingt. Absolut, also das ist wirklich sehr abwechslungsreich. Teilweise fast schon zu viel, dass ich denke so, ja, jetzt könnte wieder ein bisschen mehr Stabilität reinkommen, aber es macht auch Spaß. Und wie bist du persönlich eigentlich mit dem Thema Coworking, New Work, ja, da gehe ich auch noch kurz drauf ein dann, und Unternehmertum eben in diesem Bereich in Kontakt gekommen? Du warst ja noch nicht immer Coworking-Unternehmer, wurdest auch nicht als Coworking-Unternehmer geboren. Ja, genau. Also schlussendlich zum Thema Coworking bin ich gekommen, als ich bei meinem ersten Arbeitgeber musste ich relativ weit pendeln, also mit Bus, Zug und dann Schiff. Und schlussendlich dachte ich immer so, hey, das kann es doch nicht sein. Ich verbrate so viel Freizeit beziehungsweise wertvolle Zeit mit Pendeln. Und das Problem war halt auch, ich konnte nicht wirklich arbeiten, weil die Pendelzeit war dann trotzdem nicht so lange. Beziehungsweise wie kannst du auf einem Schiff, wo du mit Touristen drauf bist, wie kannst du schlussendlich dort arbeiten? Und dachte, das war dann wie so der erste Punkt, wo ich dachte so, okay, gibt's nicht eine Lösung für das, dass ich nicht immer ins Office gehen muss? Es hat dann aber noch länger gedauert, also ich bin dann schlussendlich eben, ich habe dann noch in Berlin gelebt, dort haben wir in einem Coworking, also hat das Startup, wo ich gearbeitet habe, hat in einem Coworking Space gearbeitet und so kam ich eigentlich zu Coworking. So habe ich dann eigentlich auch gemerkt, was sind die Vorteile von in einem Coworking Space arbeiten, mit anderen zusammenarbeiten, unterschiedliche Leute treffen, was für einen Mehrwert gibt mir das und schlussendlich Unternehmertum. Ich habe dann irgendwann gemerkt, so ja, angestellt sein, ja, macht Spaß, aber ich will mal wieder was Neues ausprobieren und hatte dann eine Chance und habe schon immer ein bisschen so Projekte umgesetzt, mal besser, mal ein bisschen schlechter und habe dann eben mit dem Coworking Space das war eigentlich so wie das erste große, erfolgreiche Projekt, mit dem ich jetzt immer noch unterwegs bin, genau. Und wie hast du dir eigentlich das nötige Wissen angeeignet? Also hat dir da deine Ausbildung oder dein Studium oder was auch immer du davor gemacht hast geholfen oder wie bist du da vorgegangen? Also, weil es kommt ja schon einiges zusammen, Unternehmertum, Coworking, all diese neuen Bereiche.
Ja, gute Frage. Am Anfang dachte ich immer so, ja, wo lernt man jetzt das Ganze? Klar, im Studium, ich habe Finance and Banking studiert, also relativ ein rationales Studium, was ich immer dachte, so, scheiße, das bringt mir jetzt nicht viel für meine Zukunft. Ich merke immer, wie mir das was bringt, also vor allem so Ende Jahr beim Jahresabschluss. Aber schlussendlich, man lernt vieles on the go. Man redet mit Leuten, man kommt in Kontakt und man spricht sich halt ab mit anderen, die schon die Erfahrungen gemacht haben. Was sehr wichtig ist und für mich auch ein großer Punkt, ist halt Lernen, also try, fail and learn, so das Prinzip, mal was ausprobieren, mal scheitern, auch wenn es mal halt ein bisschen mehr weh macht. Wenn man mal ein bisschen mehr Geld ausgibt, dann ist auch nicht so schlimm, weil man lernt ja immer was dabei und das ist eigentlich das Spannende. Aber was würdest du jemandem raten, der vielleicht das Gleiche angehen möchte, wie du jetzt aufgebaut hast? Also ein Coworking-Space gründen, Flask gründen. Wie geht man da konkret vor? Also was sind so die ersten Schritte? Ja, also was ich raten würde, ist einfach loslegen. Ich habe so lange gebraucht, ich glaube, teilweise bin ich verzweifelt mit irgendwelchen Ideen, die ins Detail zu überlegen und habe sie dann schlussendlich nicht umgesetzt, weil ich halt irgendwie dann trotzdem was gefunden habe, was nicht funktioniert und ich dachte dann, ja, eben dies und das funktioniert nicht. Und ja, dann machen wir es dann trotzdem nicht. Und das ist so ein großes Learning in den letzten 5 bis 7 Jahren, wo ich gemerkt habe, einfach loslegen, starten und lernen und dann weitermachen. Und es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg, den man gehen kann, vor allem wenn man selbstständig ist. Und vor allem das Spannende ist auch, es kommen immer wieder spannende Leute auf einem selber zu. Und man lernt dann immer wieder von Neuem dazu und das ist eigentlich auch der spannendste Prozess, damit man ist im stetigen Lernprozess, man muss jetzt nicht irgendein Studium absolvieren und nach dem Studium startet man und man ist dann ausgelernt. Ich lerne eigentlich wie jeden Tag immer wieder was Neues, das ist eigentlich die spannende Geschichte. Ja, mega spannend. Und konkret, wenn ich jetzt starten will, also angenommen, ich habe noch keine Ahnung von Unternehmertum, was ist so die erste Anlaufstelle? Würdest du raten, irgendwie dich irgendeiner Organisation anzuschließen oder bei startups.ch oder gehst du, wie läuft es, wie bekommst du Hilfe beim Gründen? So die ganzen Schritte, dass du nicht so alleine dastehst, was würdest du da machen? Ja, also schlussendlich die erste Anlaufstelle, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das bist du selber. Zuerst mal schauen, was ist deine Leidenschaft, was macht dir Spaß und was willst du wirklich gründen? Also meistens ist es dann so, die Leute sagen mir dann auch, ja, ich will was gründen und dann frage ich, ja, was dann? Ja, ich weiß noch nicht, aber ich will. Und das ist schon mal der erste Schritt, aber du musst ja auch wissen, was du kannst und schlussendlich, was deine Leidenschaft ist und für was du deine Zeit aufwenden willst. Und dann schlussendlich würde ich sagen, in einen Coworking Space einmieten. Ich muss das halt sagen. Schlussendlich, weil ich einen eigenen Coworking Space habe. Aber schlussendlich eben, das hilft halt extrem. Im Coworking Space kommt man in Kontakt mit Leuten, die halt genau diese Geschichte schon gemacht haben. Man kann sich austauschen. Man bezahlt nicht schon von Sekunde eins was. Also die Leute sind immer auch bereit zum Helfen. Und das ist eigentlich auch das Spannende. Und dann schlussendlich eben, es gibt viele spannende Institutionen wie startups.ch oder andere, die geht man dann eh punktuell an. Wenn man irgendein Problem hat, kann man die anrufen oder schreibt denen und so. Aber ich würde wirklich zuerst mal schauen, dass man wenig Geld ausgibt, weil das Wissen beziehungsweise die Erfahrungen, die sind vorhanden, die sind in verschiedenen Coworking Spaces beziehungsweise auch an Events. Man findet Leute, die einem gerne weiterhelfen. Also zuerst wirklich so Selbstreflexion, Klarheit über sich selber, über den Antrieb, was einem Spaß macht und dann direkt auf andere Menschen zu in Coworking Spaces, so die ersten Schritte. Absolut, absolut. Also einen eigenen Purpose finden und dann schlussendlich merken, ja, das macht mir Spaß und das will ich. Jetzt, also das Thema Geld noch kurz angesprochen, wie viel Startkapital bist du jetzt persönlich gestartet? Oder Das ist eine schwierige ungefähr? Frage. Startkapital, ich glaube, das war relativ, also die Frage hat mich gestern jemand gefragt, so wie viel Geld brauche ich, damit ich gründen kann? Ja, Und das ist genau, dann jetzt geht immer sich diese Richtung. unterschiedlich.
Ich weiß es selber nicht mehr, wie viel. Das waren wahrscheinlich eben, du gründest halt eine Firma. Wir haben den zumal haben wir eine GmbH gegründet. Eine GmbH kostet irgendwie 20.000 mal Startkapital und dann brauchst du halt noch Kapital, um so die ersten Arbeiten umzusetzen. Es ist immer gut, was auf der Seite zu haben, vor allem in der Schweiz. Man braucht Geld zum Leben hier. Ist ein bisschen einfacher in Berlin. Also mein erstes Startup habe ich in Berlin gegründet mit einem Geschäftspartner. Da war es deutlich günstiger, weil schlussendlich das Leben kostet nicht so viel, der Coworking Space kostet nicht so viel, das Mittagessen und alles drumherum. Ich würde mal sagen, in der Schweiz brauchst du ein bisschen mehr Geld, sagen wir es mal so. Okay, aber es ist auch ein bisschen individuell, halt, je nachdem, was absolut, du machst. Je nach Idee, ja. Je nach Projekt, genau. Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Wort New Work in den Mund genommen. Kannst du vielleicht noch kurz ein paar Sachen dazu sagen? Was verstehst du unter New Work genau oder was ist New Work? Also für mich ist schlussendlich New Work ist eigentlich die ganze Entwicklung, die wir jetzt durchgehen nach der Industrialisierung. Dass Leute jetzt anfangen, eben die Gig-Economy, die Leute fangen an, irgendwas umzusetzen, schnell umzusetzen. Wir haben viel mehr Tempo in dem ganzen Business. Also man muss viel schneller unterwegs sein, man muss viel flexibler unterwegs sein, man hat viel mehr Möglichkeiten. Also man kann schlussendlich kann man unterschiedliche Tätigkeiten, unterschiedliche Projekte nebeneinander balancieren beziehungsweise jonglieren. Und das ist eigentlich auch das Spannende an New Work, dass man halt eben die Flexibilität hat und was ausprobieren kann. Und das ist schlussendlich auch für mich New Work. Man ist bereit für eine neue Zeit. Man gibt sich drin, aber schlussendlich hat man immer auch ein bisschen den Blick nach innen. Man hat seinen eigenen Purpose, beziehungsweise auch den Purpose des Teams oder der Leute, die zusammenarbeiten. Das ist auch mega wichtig bei New Work, dass man nicht nur immer nach vorne schaut und schaut, ja, was gibt's noch und rechts und links, sondern auch mal zurückschaut und nach innen schaut und schaut, was ist eigentlich der Sinn des ganzen Projektes und wo wollen wir wirklich hin und was ist unser Antrieb? Das ist eigentlich so ein bisschen das, was ich unter New Work verstehe. Wow, also mega ganzheitlich, dass eben nicht mehr die Arbeit so getrennt von allem ist, sondern wirklich verbunden ist mit dem höheren Sinn von mir selbst, von den Menschen um mich herum und die Vision eigentlich, wenn ich das so richtig verstanden habe. Genau, gut zusammengefasst. Ja, Emanuel, wärst du noch parat für eine Blitzfragerunde mit mir? Ja, let's try. Probieren wir mal. Das ist gut. Deine Aufgabe wäre es einfach, also ich haue Fragen raus, ein bisschen schnell in Abständen und deine Aufgabe wäre es, so kurz wie möglich, knackig darauf zu antworten. Wenn mal nichts kommt, kannst du einfach leer lassen und gehen wir zur nächsten Frage. Absolut kein Problem. Sehr gut. Bin gespannt. Welches ist gerade deine größte Herausforderung? Wo hängst du selbst immer wieder fest? Vielleicht auch auf deinem Weg? Die größte Herausforderung aktuell ist, mit Großunternehmen Verträge zu verhandeln, also zu schauen, wie wir am besten an die richtigen Leute kommen in Großunternehmen, die also Leute zu finden, die nicht so eingerostet sind, sagen wir es mal so, die schon auf dem Weg von New Work sind. Und so auf deinem ganzen Weg bis im Unternehmertum, waren da die größten Hürden? Wo bist du immer wieder angestanden? Eine große Hürde ist sicher auch das Mitarbeitermanagement. Das war immer schon ein Thema, die richtigen Mitarbeiter zu finden und dann schlussendlich auch das richtige Umfeld für die Mitarbeiter zu schaffen. Da haben wir jetzt beim eigenen Coworking Space haben wir ein cooles Team mittlerweile, die funktionieren super zusammen und das funktioniert eigentlich sehr gut. Das war bis anhin, ist jetzt beim neuen Projekt noch ein bisschen eine Challenge. Ist immer eigentlich eine Challenge, die richtigen Leute zu finden, aber da probiere ich selber auch an mir zu arbeiten, damit ich das auch weitergeben kann. Und was hat dich ursprünglich davor zurückgehalten, dich selbst so zu zeigen, wie du wirklich bist? Oh, das ist eine schwierige Frage. Wahrscheinlich ist das mein Studium. Also schlussendlich, Finance and Banking ist ein sehr klassisches, rationales Studium. Ich bin ein kreativer Mensch. Ich habe das auch gemerkt, dass ich kreativer bin als alle anderen im Studium.
Und am Anfang habe ich das halt komplett verdrängt. Ich habe das komplett hinter mir gelassen, habe gesagt, jetzt muss ich zuerst mal das Studium beenden und dann geht's zum nächsten Schritt. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Punkt, was mich am meisten gehindert hat, um das machen, was ich wirklich will. Und jetzt habe ich, sagen wir mal, 5.000 Franken flüssig. Was würdest du mir damit raten? Was ist das Beste, was ich damit machen könnte? Oder was würdest du damit machen? Ich würde, glaube ich, das Geld investieren in dich selber, zum Schauen, was ist deine eigene Leidenschaft, was ist dein eigener Purpose. Kommt immer auch darauf an, ob du ein Coaching machen willst, eine Weiterbildung machen willst, ob du das Geld einfach nimmst, um irgendeine Reise zu machen, um dich selber finden und deinen Sinn finden. Schlussendlich ist es mega wichtig. Ich merke das immer wieder, wie viele Leute auf mich zukommen, die halt unglücklich sind bei der Arbeit, die tagtäglich irgendwo hinpendeln und die Arbeit abrackern und schlussendlich keine Freude daran haben. Und darum würde ich sagen, investiere die 5.000 Franken in dich und deine Zukunft. Und jetzt bist du ja selbst bereits Coach und auch Mentor in deinem Bereich. Welches waren deine wichtigsten Mentoren auf dem Weg und was war so vielleicht das Wichtigste, was du von ihnen lernen durftest? Ich glaube, die wichtigsten Mentoren am Anfang waren die Leute in Berlin, beziehungsweise die Gründer von dem Startup, wo ich arbeiten durfte. Die haben mir sehr viel vorgelebt. Die waren relativ schnell unterwegs. Ich habe die Welt zuerst absolut gar nicht verstanden, aber die haben mir den Weg aufgezeigt, wie man relativ schnell merken kann, was einem Spaß macht. Die haben mir dann auch immer, sie haben mich dann schlussendlich befähigt, um meine eigenen Projekte umsetzen. Und das war sicher ein sehr spannender, wenn ich jetzt so zurückblicke, eine sehr spannende Zeit, wo ich dann auch eben mit dem ersten eigenen Startup gestartet habe und gemerkt habe, es ist eigentlich einfacher, als man denkt. Es ist immer so ein bisschen, man fühlt sich dann gehindert und darf dann nicht, weil ich könnte ja irgendwo mehr verdienen oder ich habe doch finanzielle Verpflichtungen oder dies oder das. Oder es gibt immer einen Grund, es nicht zu machen und sie haben dann schlussendlich eigentlich wie mich so dazu gebracht, dass ich dann schlussendlich selbstständig wurde, sagen wir es mal so. Und welches ist so der wichtigste Tipp, den du deinem 20 Jahre jüngeren Ich mitgeben würdest? Oder 10 Jahre jüngeren Ich? Du bist ja noch nicht so alt. Genau. Wahrscheinlich einfach loslegen. Try, fail and learn. Das habe ich vorher schon gesagt. Das ist mega wichtig. Einfach loslegen, probieren, schauen, was macht Spaß, was macht keinen Spaß. Und dann immer weitergehen, Schritt für Schritt, nicht die große Vision und irgendwie Angst davor zu haben, sondern den eigenen Purpose zu entdecken und zu schauen, was macht mir Spaß und wo will ich hin. Und was würdest du so als deinen Purpose beschreiben? Ich glaube, ein Purpose, also ich habe mal einen Purpose kreiert vor circa vier, fünf Jahren. Mein Purpose hat sich wahrscheinlich ein bisschen verändert. Das ist aber schlussendlich, ist es immer noch, Menschen zu stärken bei ihrer Arbeit, dass sie ein glückliches Leben, ein glücklicheres Leben führen können. Und was ist so der beste Ratschlag oder Tipp, den du selbst jemals erhalten hast? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich habe so viele Ratschläge gekriegt. Was war? Ich glaube, das war vor circa 5 Jahren beim Coworking-Projekt, wo mir jemand gesagt hat, leg einfach los. Ich glaube, der Ratschlag, und ich habe dann ihm gesagt, ja, aber es geht ja nicht, weil ich noch kein Brand habe und ich habe doch noch gar kein Startkapital und ich weiß doch noch gar nicht, wie man das macht. Und er hat mir dann auf jede Frage der mir gesagt, leg einfach los, mach einfach. Und ich dachte mir so, das kann's doch nicht sein, gib mir jetzt irgendeinen Tipp, sag mir jetzt irgendwie, wie ich das genau strukturieren soll. Und er hat immer gesagt, ja, du findest es dann raus, mach einfach. Sehr geil. Und welcher Schritt oder welche Entscheidung hat dich bis jetzt am meisten weitergebracht und ist vielleicht auch maßgeblich für deinen jetzigen Erfolg zuständig? Ich glaube, die Entscheidung wegzugehen vom Alten, also von meinem, was das System vorgibt, eben mein Studium haben mir vorgegeben, so okay, du hast jetzt das studiert, du musst jetzt den Weg einschlagen und ich glaube, die Entscheidung, das hinter mir zu lassen und mal was Neues zu probieren, war, glaube ich, der entscheidende Faktor,
wo ich heute bin, das ist sicher mitunter auch der Grund, dass ich einfach gesagt habe, ich lasse es jetzt mal hinter mir und probiere was Neues. Und jetzt, wenn du diesen Satz ergänzen würdest, richtig frei bin ich, wenn ich, oder Freiheit bedeutet für mich? Wenn ich das machen kann, was mir Spaß macht. Und Erfolg bedeutet für mich, oder meine Definition von Erfolg ist? Wenn ich morgens aufwachen kann und glücklich bin darüber, was ich den ganzen Tag machen werde, sagen wir mal so. Angenommen, du würdest alles verlieren, außer dein Wissen. Wie würdest du nochmals neu anfangen, so auch um das erste Geld zu verdienen? Ich würde, glaube ich, relativ viel gleich machen, aber ich würde die Projekte intensiver fortfahren, beziehungsweise die Projekte, ich würde nicht so schnell aufgeben. Weil meine ersten Startup-Projekte, da habe ich teilweise durch banale Gründe habe ich gedacht, ja, okay, das funktioniert jetzt eben nicht, okay, lassen wir es sein. Und teilweise im Nachhinein denke ich mir jetzt so, schade, habe ich das nicht weiter verfolgt, weil das wäre wahrscheinlich jetzt ein erfolgreiches Projekt, Produkt, die Dienstleistung, da habe ich teilweise zu früh aufgegeben. Das würde ich, glaube ich, anders machen. Und um was geht es deiner Meinung nach wirklich im Leben? Was zählt wirklich? Was ist so das Wesentliche? Glücklich sein. Also schlussendlich, das ist das, um was es geht. Schlussendlich musst du glücklich sein mit dem, was du machst, und dann bist du eigentlich, dann kannst du tagtäglich neu starten und bereust es schlussendlich auch nicht. Und gibt es deiner Meinung nach so ein Schlüsselfaktor für ein erfülltes Leben? Ist es das Gleiche? Ja, ein Schlüsselfaktor ist sicher eben deinem eigenen Sinn beziehungsweise meinem eigenen Purpose, deiner Leidenschaft zu folgen. Es hört sich jetzt einfacher an, als es ist. Ist für mich auch immer eine riesen Challenge, weil schlussendlich hat man so viele Faktoren, die gegen einen sprechen, beziehungsweise die man meint, die sprechen gegen einen. Aber ich glaube, dass so der nach innen schauen, was willst du wirklich selber, und dann schauen, okay, so geht's vorwärts. Und so, das ist, glaube ich, der Schlüsselpunkt, Faktor, was auch immer, der ein glückliches Leben macht. Und gibt es so ein Tool, eine Plattform oder irgendetwas, was deinen Alltag massiv bereichert oder auch erleichtert, wo du jedem empfehlen könntest? Ein spezifisches Tool habe ich jetzt selber nicht. Ich Notizbuch. Also ich bin immer noch, ich bin sehr digital unterwegs, aber für mich ist ein Notizbuch, hilft mir auch immer, meine Ideen auf Blatt zu bringen. Und ich merke, wenn ich das nicht dabei habe, dann fehlt mir was. Und dann habe ich teilweise auch Ideen, die ich dann wieder vergesse. Und darum ein Notizbuch, das hilft mir zum kreativ sein. Ein weiteres Tool ist sicher auch meine Kreativität ausleben, nicht nur im Job, sondern auch in anderen Bereichen, zum Beispiel beim Kochen abends zu Hause. Da kommen mir dann durch die Kreativität beim Kochen kommen mir so viele weitere Ideen, und ich kann dann wie meinen Arbeitstag ideal ausklingen lassen. Cool. Und gibt es auch ein Tool irgendwie, wie du deine Arbeit organisierst? Also nutzt du irgendwie Notion oder irgend sowas? Oder wie machst du das, weil du so viel parallel bei dir auch läuft? Ja, ich nutze Trello, wir nutzen Slack, also als Kommunikationstool. Solche Tools, wir haben halt Tools für Sales, wir haben Tools für Marketing. Ich habe jetzt nicht, Notion nutze ich selber nicht. Da haben die eben, ich habe mein physisches Notizbuch, das dann halt teilweise ein riesen Chaos ist und ich muss wieder schauen, wo ist mein Zeugs jetzt wieder. Das ist so ein bisschen das Problem, und da sollte ich wahrscheinlich auch in Zukunft mal was ändern, weil ich glaube, zum effizienter arbeiten braucht es schlussendlich auch ein digitales Tool, das einem hilft, um die ganzen Projekte managen. Ja, aber es ist auch schön zu hören, dass eben das Notizbuch auch noch nicht ausgestorben ist und es je nach Typ vielleicht trotzdem ein sehr hilfreiches Tool ist, wenn du jetzt eben auch so der kreative Typ bist. Also das finde ich auch schön zu hören, oder es nicht immer irgendein elektronisches Tool sein muss. Absolut, absolut. Und gibt es irgend so ein bestes Buch, wirklich so ein Buch, du hast sicher schon viele gelesen, aber was du mir empfehlen würdest, das musst du unbedingt lesen?
ich sage jetzt mal zwei Bücher. Also das eine Buch, das war mein erstes, das ich gelesen habe, kurz vor meiner, das war ein bisschen länger her, das ist Der Alchemist von Paulo Coelho. Das ist ein sehr spannendes Buch, sehr nach innen gerichtet auch. Also es war so das erste Buch, wo ich mich mit mir selber auch ein bisschen beschäftigt habe, dass ich ein bisschen intensiver gelesen habe. Und das zweite Buch, das ich noch erwähnen will, das ist Das Kaffee am Rande der Welt. Das war so das Buch vor meiner Selbstständigkeit, das mir noch jemand empfohlen hat. Das habe ich an einem Abend habe ich das durchschlingen. Und das war so, glaube ich, so ein bisschen mitunter auch eine Motivation für meine Selbstständigkeit. Und genau, du hast mir ja auch geschrieben gehabt, dass dich der Alchemist auch das erste Buch war, das dich inspiriert hat für dein Unternehmertum, für deine Selbstständigkeit. Inwiefern hat dich das inspiriert? Was hat dich genau inspiriert daraus? Ja, einfach die unterschiedlichen, wie es geschrieben ist, das regt halt extrem an zum Nachdenken und mich hat es halt extrem angeregt zum Nachdenken, was mache ich aktuell und wo bin ich und was sind so die Leute, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite, will ich das eigentlich und kann ich das noch für die nächsten 20, 30 Jahre, weil wir arbeiten ja noch relativ lange. Und durch das war es eigentlich so, ich habe da hatte ich ein bisschen länger zum das durchlesen, weil eben es waren immer wieder Stellen, wo ich dann mich selber in Situationen gesehen habe und gemerkt habe, okay, wie ist das jetzt bei mir? Wie läuft das genau? Ja, von dem her war es noch ein spannendes Buch. Oh, mega wertvoll. Und jetzt noch so zu einer Abschlussfrage, vielleicht ein bisschen schwierige Frage, aber wie schaffe ich es, mein ganzes Potenzial wirklich zu nutzen und das zu tun, was ich wirklich will im Leben? Das ist eine schwierige Frage. Spannende Frage, sehr spannende Frage. Ich glaube, du musst zuerst herausfinden, wer du bist, damit du dein ganzes Potenzial dann auch schlussendlich brauchen kannst. Also du musst herausfinden, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, wer bist du selber auch wirklich, was ist dein Antrieb, warum stehst du jeden Morgen auf? Das sind so genau die Sachen, wo ich selber gemerkt habe, bevor du nicht selber weißt, wer du bist, kannst du auch nicht dein volles Potenzial ausschöpfen. Ja, ich danke dir schon mal herzlich für das schöne Gespräch, aber jetzt noch etwas ganz Wichtiges, und zwar, wenn jetzt Menschen dich kontaktieren wollen oder mit dir zusammenarbeiten wollen oder vielleicht selbst ein Coworking-Projekt realisieren wollen, was ist da der erste Schritt? Wie können sie auf dich zukommen? Also einerseits LinkedIn, da bin ich aktiv, da finden sie mich auch. Und andererseits halt bei uns im Coworking vorbeikommen und einen Kaffee trinken, das hilft immer. Also Espresso oder Cappuccino, den haben wir immer ready, falls jemand Interesse hat und dann doch vorbeikommen und sehr schön. Und sag nochmal, wie heißt dein Coworking in Zürich? Coworking Lounge Tessiner Platz vis-à-vis vom Bahnhof Enge. Perfekt. Relativ zentral, genau. Sehr gut. Ja, und die Links zu deinem LinkedIn und zum Coworking, das mache ich auch in die Shownotes. Und sonst genau einfach vorbeikommen für einen guten Kaffee am Tessiner Platz. Komme ich auf jeden Fall auch mal gerne. Ich freue mich. Sehr gerne. Sehr gerne. Absolut. Ich war am Schluss des Interviews angelangt. Gibt es noch irgendetwas, das du noch mitteilen möchtest? Oder ist für den Moment so alles gesagt? Ich glaube, das ist alles gesagt. Super, besten Dank. Ja, danke dir. Und ich wünsche dir einen super Tag und freue mich, dich auch persönlich mal kennenzulernen in Zürich. Absolut. Danke, Leander. Danke, Manuel. Danke. Bis dann. Ciao, ciao. Ich danke dir herzlich, dass du bis jetzt zugehört hast. Wenn dich diese Episode inspiriert und begeistert hat, bitte teile sie mit all deinen Freunden und auf deinen Netzwerken, damit noch mehr Menschen diese wertvollen Inhalte hören können. Besuche auch gerne meine Webseite unter www.sinn-unternehmer.com. Dort findest du zum Beispiel unter der Rubrik Podcast alle weiteren Interviews. Und denk daran, du bist der Schöpfer deines Lebens, nicht das Opfer. Und echter Erfolg ist das, was erfolgt, wenn du dir selbst folgst.